Was geht, mein Name ist der Justin! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unpacking. Ja, also momentan mein Lieblingsspiel, was soll ich sagen, Leute? Ich meine, ein entspannteres Spiel gibt's einfach nicht. Außerdem muss ich sagen, normalerweise plane ich die Videos immer jeden dritten Tag ungefähr oder jeden zweiten Tag. Aber irgendwie, nachdem ich die Videos aufgenommen habe, habe ich irgendwie Bock zum Schluss auf ein Spiel, was so entspannt ist. Und das ist halt das perfekte Spiel dafür. Deswegen bin ich halt irgendwie jeden Tag süchtig danach. Auch wenn ich normalerweise an den Tag was anderes hochladen wollte. Aber Leute, ich habe noch einige Videos auf der Platte. Also wenn du die auch noch sehen willst, lass einen oben da und abonniere kostenlos, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpassen wirst. Okay, wir haben letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Dann lass mal sehen. Also wir haben hier viel Zimmer. Warte erstmal, ich wollte kurz... Okay, eins, zwei... nur zwei? Ach, die anderen kommen wahrscheinlich noch, oder? Warte. Kommen die anderen noch? Könnte sein. Ich weiß, vielleicht sind es nur zwei Zimmer. Ich weiß es nicht genau. Aber okay, dann würde ich sagen, das kann nach da. Wie machen wir das? Ja, das kann da bleiben. Ich meine, ich mache alles so ein bisschen nach Gefühl auf jeden Fall. Also ist jetzt nichts. Der Gameboy kann sogar hier bleiben. Ich finde das sogar cool. Genau. Weil wir können auch die anderen Sachen verschieben. Ja, das geht. Jetzt frage ich mich aber, ob, oh, warte, das kann... Hä, kann das nicht irgendwie stehen oder so? Nee, anscheinend nicht. Okay, das ist ein bisschen blöd. Aber wir können sie auch so hinlegen. Das geht auch, wenn es... Ja gut, stimmt. Hier kann sie ja nicht stehen. Macht voll Sinn eigentlich. Macht voll Sinn, dass es nicht stehen kann. Das kann darin ein Bild vom Urlaub. Sehr schön. Ja, sowas ist immer cool. Ich mag Sachen an den Wänden. Ich weiß nicht, aber ich finde es irgendwie cool. So, perfekt. Das war auch schon mit dem ersten Karton. Die Hanteln können auf jeden Fall unter das Bett. Da würde ich sie hin tun. Die liegen halt immer auf dem Boden. Ich meine, wo willst du sie hin tun? Wenn sie runterfallen, dann tut's weh, wenn es irgendwo drauf fällt. Das ist halt der Nachteil an Hanteln zu Hause. Okay. So, sehr schön. Es sei denn, man hat ein Fitnessstudio. Es gibt Leute, die haben ein eigenes Fitnessstudio. Das gibt's auf jeden Fall. Ein kleines Buch. Ja, das können wir so hinlegen, auf jeden Fall. Dreh das mal, genau. Also, wir machen es hier nicht perfekt, okay? Wir sind nicht perfektionistisch, aber wir wollen es trotzdem gut machen, okay? Oh, ein Gameboy. Was war das nochmal? Ist das ein DS? Ich glaube, es könnte ein DS sein. Das verstehe ich nicht genau, was es sein soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warte, das Jojo können wir wegnehmen und... ja, nee. Wisst ihr was? Lass es mal auf den Tisch liegen. Wenn es die falsche Stelle ist, wird mir das Spiel schon Bescheid sagen. Okay. Das ist ein Laptop, oder? Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, der Laptop kann dann hier hin. Hä? Ja, okay. Dann eben so. Und das kann vielleicht so... Ich meine, kann man machen. Kann man machen auf jeden Fall. Sollte in Ordnung sein. Warte, das kann hier rein, wenn es reinpasst. Ja, es passt rein. Sehr schön. Mehr Stifte. Die können dahin. Sehr schön. Ich wundere mich gerade, dass es nur zwei Zimmer sind, ehrlich gesagt. Also normalerweise sind sie ja immer deutlich mehr. Die Tasche. Ich überlege gerade, ob die Tasche... Okay, die Tasche kann auf dem Tisch... Ich würde sie dahin... Das finde ich ein guter Ort für eine Tasche, muss ich sagen. Das ist eine Yogamatte. Yogamatten gehören immer unter das Bett auf jeden Fall. Das steht fest. Das hier könnte... Ich glaube, das könnte tatsächlich auch unter das Bett. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich weiß halt nicht genau, was es sein soll. Es sieht irgendwie so aus wie eine Aktenordner oder sowas. Auch die Gitarre kann meiner Meinung nach unter das Bett. Oder warte mal, kann man die Gitarre... Warte, erstmal das Bild. Kann man hier hin tun? Kann man die Gitarre auch an die Wand? Nee, dann gehört sie unter das Bett. Definitiv sogar. So ein kleines Baby-Ding. Du kannst... Hier, genau. Oh, das Schwein, das verlieren wir nie. Es gibt halt manche Leute, die haben halt Plüschtiere, die haben sie für eine sehr, sehr lange Zeit. Zum Beispiel wie diese drei Sachen. Ich glaube, die drei... Oh, das sieht echt cool aus auf dem Bett, muss ich sagen. Damn. Okay, das ist echt süß. Oh. Irgendwie ist das niedlich, Leute. So ein Ding, das ist eine Wärmeflasche. Die kann eigentlich auch dort bleiben, muss ich sagen. Definitiv sogar. Ah, das passt nicht so... Ja, machen wir es so am besten. Uff. Ach, schon wieder das hier. Was haben wir da überhaupt gewonnen? Das ist meine Frage. Warte mal kurz. Ich versuche mal das hier. Perfekt. Ja, das kommt dann am besten... Das kann hier hinkommen. Das sieht da gut aus. Oh, das sieht so cute aus. Also der Nachteil ist, man muss die halt immer entfernen, wenn man ins Bett geht. Aber hey, was soll's. Dann haben wir noch unser Insekt, was auch irgendwie noch lebt. Frag mich nicht, wie das noch lebt. Das kann auf unserem Tisch bleiben. Why? Obwohl, das sieht ein bisschen voll aus, ne? Ich meine, unter das Bett will ich es nicht tun. Warte, ich hatte eine Idee. Ich werde alle Plüschtiere einfach mal hier hin tun. Weil ich das cool finde. Alter, sieht echt cool aus. Ey, let's go. Die können doch auf dem Bett sein, oder nicht? Bestimmt. Wenn nicht, bekommen wir zum Schluss Bescheid gesagt. Hey, das kann dort nicht sein. Okay, jetzt noch ein paar Bücher. Aus irgendeinem Grund passt das nicht wirklich da rein. Können wir vielleicht das hier bewegen und dann, ja, können wir das so reintun? Okay.
Ich hoffe, das werden nicht allzu viele Bücher mehr sein. Obwohl Bücher sehen, sehen sehr, sehr cool aus, finde ich. Also ich würde einfach Bücher, ich habe manche Bücher einfach, ich lese sie nie, aber die sehen einfach cool aus, okay. Das können wir leider nicht mehr dahin hängen, obwohl, warte. Ja doch, das passt, sehr schön. Sehr schön, okay, was ist das hier? Sieht aus, als würde es auf den Tisch gehören. Obwohl, sieht eher so aus, als würde es eher hierhin gehören. Naja, packen wir es mal da rein. Genauso wie, nee, das ist auch ein Buch, ne? Ja, das kann, oder, ich habe keine Ahnung, was es genau sein soll, ehrlich gesagt. Wisst ihr was, die Stifte packen wir mal dahin. Vielleicht malen wir gerade, okay, deswegen liegen die dort. Okay, und das kann hier hin. Perfekt. So, das war der erste Raum. Aber es werden doch niemals nur zwei Räume sein, oder? Also, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, was es ist. Wir haben jetzt zwei Schränke. Hier ist noch nichts drin, ne? Und das könnte man theoretisch so ein bisschen, ja, so machen, ne? Genau. Irgendeine Creme. Ich sehe dich, ich sehe dich. So, dann würde ich sagen, das kommt dahin. Das kann auch da rein. Das sind halt alles Frauensachen, ne? Macht auch Sinn, Leute. Ich meine, wäre das ein Spiel nur für Männer, dann gäbe es keine Kartons, so wirklich, seien wir mal ehrlich. Dann, keine Ahnung, dann wäre das alles easy peasy. Okay. Warte, das kann theoretisch hier rein. Was auch immer, ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe auch ein paar Sachen, aber ich habe halt nicht so viele Sachen, ne? So, ich. Deswegen ist es schon gut, dass es. Oh, das ist Zahnseide, oder? Ich weiß nicht genau, ob das Zahnseide ist. Das kommt aber hier hin, genau wie die Zahnbürste kann da rein. Perfekt. Und die Zahnpasta kann ebenfalls hier bleiben. So, ich glaube, das ist Parfüm, das kann da hin. Okay, ich glaube, wir werden sehr schnell damit fertig sein, weil. Ich weiß nicht, aber. Bestimmt sagte mir, hey, du hast irgendwas falsch gemacht. Das muss da hin oder das muss da hin. Oder das zum Beispiel kann bestimmt hier rein, oder? What? Ernsthaft? Okay. Da auch nicht. Das ist gerade komisch, muss ich sagen. Hä? Ach, doch, ach so. Ja, das ist aber schon blöd, oder? Das kann ich nicht machen, Leute. Da, ich meine, ich könnte es natürlich tun, aber das sieht einfach komisch aus. Wisst ihr was? Ich kann es einfach hier liegen lassen. Mal gucken, ob das Spiel es mir erlaubt. Nagelknipsack sollte auf jeden Fall... Ja, Nagelknipsack ist nicht etwas, was man draußen hat. Das steht fest. So, let's go. Und dieses Teil. Nice. Sehr schön. Okay. War's das? Nein, das war's noch nicht. Was habe ich hier ver... Ach, das darf nicht dahin. Wieso darf das nicht dahin? Das macht irgendwie keinen Sinn, ehrlich gesagt. Hä? Okay, wieso darf das nicht dahin? Warte mal kurz, ich pack das Teil mal weg und pack's hier hin. Hä? Was ist denn das Problem? Wieso sollte das nicht dahin gehören? Kann mir das mal jemand erklären? Ja, witzig, wohin soll das sonst? Vor allem die anderen Sachen ist okay, wenn die... Nee, die müssen auch hängen. Okay, das verstehe ich dazu gar nicht, Leute. Vielleicht gehört das ins Badezimmer? Nee, ist auch schwachsinnig, ne? Hä, mich wundert es gerade, dass der Tag so kurz ist, Leute. Okay, ich weiß gerade nicht, was sie von mir will. Weil normalerweise müsste es in Ordnung sein, dass es hier ist. Aber anscheinend ist es das nicht. Wir verstecken uns an dem Kissen. Nee, kleiner Spaß. Ja, wir können auch sagen, unter dem Kissen verstecken, was eigentlich ziemlich funny ist. Aber ja, Leute, ich weiß es echt nicht, was sie von mir will gerade. Weil, kann man nicht irgendwie einen Tipp holen oder sowas? Was ist das hier? Achso, das ist nur das. Ich bräuchte einen Tipp, ehrlich gesagt. Hundertprozentig, weil das funktioniert so und ich ziehe das immer rein. Oh, what? Okay, was war das dann, wenn es kein Bild war? Vielleicht war es ja was anderes. Okay, damit sind wir jetzt fertig. Hat mich ein bisschen gewundert, dass wir tatsächlich so schnell fertig wurden. Aber hey, ich akzeptiere das. Ich bin happy. Dieser Raum hat sich größer angefühlt. Ich meine, wahrscheinlich sind wir jetzt älter und wir erzählen quasi eine Geschichte, wie wir die Sachen sozusagen eingeräumt haben. Okay, wie viele Zimmer haben wir hier? Wir haben das hier. Dieses Mal ziehen wir neu ein. Geil. Endlich. Uff, what? What? Okay, wo fangen wir an? Hier, oder? Ja, fangen wir hier an. Okay, dieses Bild haben wir immer noch. Das ist so cool, Leute. Eine neue Lampe. Nice. Dieser Koffer. Und der passt ganz gut hier in die Ecke, würde ich sagen. Okay, ich werde langsam jetzt wieder warm, Leute. Die Stifte können... Obwohl, packen wir sie mal hier drauf. Why not, Leute? Stören ja nicht, ne? Stören ja nicht. Ja, ist okay. Kopfhörer können auf jeden Fall auch auf dem Tisch sein, keine Frage. So, jetzt macht es auch Sinn. Jetzt können die halt auch stehen, die Bücher, ne? Okay, mehr Bücher. Sehr nice. Kleine, große Bücher, alles ist dabei. Und kleiner Kaktus ist hier. Oh, was ist das hier? Achso, so für Bilder, ne? Das kann eigentlich hier drauf, oder? Da können wir ein Bild drauf tun. Und das kann neben der Pflanze sein. So, dann lassen wir mal eine Box hier aufmachen erstmal.
Das gehört auf den Tisch. Das kann theoretisch auch... Ja, doch. Das könnte auf den Tisch sein, ja? Definitiv. Übereinander. Why not? Ein Mülleimer. Ja, gute Frage. Links oder rechts? Ich würde sagen, wir können den Tisch nicht... den Stuhl nicht bewegen. Also ich würde sagen, links. Dann haben wir mehr Platz. Ein Spielzeug. Das ist so ein Stressball, glaube ich. Der kann auf jeden Fall dort bleiben. Das gehört hier nicht hin. Das gehört ins Schlafzimmer. Obwohl nicht unbedingt. Kann auch eigentlich ins Wohnzimmer, oder? Ist hier irgendwie, hat das Teil keine Couch? Haben wir keine Couch? Ah doch, das ist eine Couch. Das sind, oh cool, das sind so Kissen. Ja gut, dann würde ich aber sagen, das gehört ja hier. Okay, machen wir erstmal hier weiter. Machen wir erstmal ein Zimmer zu Ende, okay? Das finde ich ganz geil. Bevor wir zum nächsten Zimmer gehen. So, weitere Bücher. Die Person hat sehr viele Bücher. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sie immer wieder ab und zu neue Sachen bekommt. Warte, hier geht's auch noch. Nö, den will ich... Warte, ich will den irgendwie ins Schlafzimmer... Ah, nee, wir haben ja... Haben wir ein Schlafzimmer? Ja, doch, wir haben ein Schlafzimmer. Ich will irgendwie, dass das Teil hier ist. Ich weiß auch nicht, wieso. Okay, mir gefällt das so. Und hier ist der Laptop. Wir haben immer noch denselben Laptop. Ich meine, das sind schon einige Jahre vergangen. Also, ich weiß ja nicht, aber... Willst du nicht mal neue Sachen holen? Einen neuen Laptop haben? Ich meine, ich habe ein iPad, was echt lange gehalten hat. Also, da können wir auch einen hier rein tun. Why not? Deko ist schon sehr wichtig, muss ich sagen. Wenn nicht sogar einer der wichtigsten Sachen... So, dann haben wir wieder sowas. Ich hoffe, diesmal ist es ein Bild. Wenn nicht, naja, wird mir das Spiel Bescheid sagen. Hey, dieses hässliche Bild, nope, das darf nicht da sein. Das solltest du lieber wegtun, damit es keiner sehen kann. Vielleicht war das Bild wirklich so hässlich, wer weiß. So eine Lampe. Alter, ich finde das echt geil. Ein Drucker. Der Drucker kann aber schon... Ja, der... Obwohl... ich weiß nicht, wohin. Ich glaube, ich würde den... Schwierig... Ich glaube, ich würde den tatsächlich dahin tun. Ich weiß auch nicht, wieso. Was ist das hier? Ich pack's mal auf den Tisch. Kabel. Schwierig. Oh, die können... Doch, die können dahin. Ist okay. Sollte nicht allzu zerstören. Das ist etwas, das würde ich in den Schrank tun. Das sieht ein bisschen weird aus. So, genau. Versteckt es einfach. Ich weiß nicht... Ah, das ist Papier. Ja, das kann aber in den Schrank. Ja, auf jeden Fall. Weil man braucht jetzt nicht so auf Papier, ne? Notizkarten gehören auf den Tisch. Router gehört normalerweise nicht auf den Tisch. Tja, gute Frage. Die Router würde ich vielleicht auf den Schrank tun. Und eine Uhr. Man braucht halt eine Uhr, um immer wieder drauf zu schauen. Deswegen, ich würde sagen, wir packen die Uhr nach oben. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt noch der letzte Karton hier. Mann, das geht echt schnell. So, ein weiteres Bild. Also, das gibt mir... Ich ziehe jetzt demnächst auch um. Und das gibt mir gerade voll die Motivation. Auch sowas zum... Also das auch so zu dekorieren irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich finde das echt cool. Ich mag umziehen tatsächlich. Mir macht das Spaß. Halt, ich hole mir halt immer einen, also Leute, die quasi meine Sachen tragen und alles. Weil, ja, das hasse ich. Das hasse ich am Umziehen. Also quasi dieses ganze Getrage und das neue Internet einrichten. Sowas hasse ich halt. Oh, Mr. Midnight. aber ich mag einfach das Feeling vom Umziehen. Okay, mir gefällt das einfach. So, wir können das auflassen. Wir werden hier noch wahrscheinlich zurückkehren müssen, früher oder später. Aber bis jetzt ist okay. So, dann haben wir hier... Oh, die Küche. Ja, okay. Bringen wir es hinter uns, Leute. Das sieht so aus, als würde es dahin gehören. Ist das nicht so etwas, wo man den Tee und sowas drauf tut? So diese Untersatzdinger? Ich glaube, ja. So, der Reiskocher. Ich weiß nicht... Ich pack den mal nach oben. Why not? Was haben wir denn hier alles? Okay, wir haben... Oh, okay. Da kommen die Dings da rein. Das wollte ich jetzt nicht tatsächlich. Das kann erstmal... Obwohl... Können wir sie nicht übereinander tun? Warte. Ja, das geht. Nice. Nochmal? Yeah, okay, sehr schön. Die kommen auf jeden Fall in Schränke rein, genau. Das haben wir ja gelernt beim letzten Mal. Alter Schwede, man lernt echt viel dazu. Ich glaube, das ist Soße, die kann dahin... Das ist... das ist hier, wie nennt man das? Genau. Perfekt. Gut, dass du drauf gekommen bist, wirklich. Finde ich gut. Öl kann meiner Meinung nach hier stehen bleiben, weil Öl benutzt man halt sehr, sehr oft zum Braten. Und deswegen ist das so etwas, das kann auf jeden Fall dort bleiben. Und dann noch so ein Untersatz. Perfekt. Okay, erster Karton ist fertig. Alter, wie das doch reinpasst, ne? Ziemlich funny. Okay, das passt leider nicht mehr rein. Aber wir haben hier noch eine ziemlich große Schublade. Das kann ebenfalls dahin, falls es Salz ist. Ich weiß es nicht. Salz, Zucker. Ich benutze zum Beispiel nie Zucker. Ich würde niemals Zucker in irgendwas reintun, was ich esse. Ich meine, keine Ahnung. Es ist halt unnötig, finde ich. Aber machen halt viele Leute. Deswegen, ja, akzeptieren wir es natürlich. Wir akzeptieren sie. Sie dürfen existieren. Okay, eine Flasche Wasser kann eigentlich auch da stehen bleiben. Vielleicht bekommt man ja Durst beim Kochen. Man weiß ja nie. Oh, ein Messer. Ah, warte, ich würde gerne die obere Schublade öffnen.
Das Ding ist, dieses Messer passt da nicht mehr rein. Packen wir es aber dahin. Wieso auch nicht, Leute? Ist okay. So ein Messer ist halt immer sehr praktisch, auf jeden Fall zum Schneiden, ne? Oh, ist das, das ist doch für... Genau, das ist für die... hier. Für... Genau, das hier. Das hier. Für den Kühlschrank. Ich wusste, wie es heißt. Ich wusste, wie es heißt, Leute. Definitiv keine Frage. So, dann haben wir die Teller. Wohin kommen die Teller? Wieso kann ich das irgendwie nicht... Okay, jetzt geht's. Teller... Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Da ist der Mülleimer. Da kommt das nicht hin. Da kommen andere Sachen hin. Ich würde sagen, wir packen die Teller sogar oben hin, oder? Ja, wir packen die Teller oben hin. Da kommen unten die Sachen zum Kochen, wie der Kochtopf und so weiter und so fort. Das zum Beispiel kann hier rein, würde ich wohl... Ja doch, das kann hier rein, das ist okay, ist in Ordnung. Okay. Das Ding ist bei mir, am Anfang ist es halt immer... Ich krieg's am Anfang auch hin, das ordentlich zu machen. Aber irgendwann halt nicht mehr. Verdammt, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl gerade. Wisst ihr was, das kann eigentlich auf den Kühlschrank, ja, whatever, why not? Obwohl... Ja, aber ist das nicht ein bisschen Platzverschwendung? Ich finde, das ist schon sehr viel Platz, muss ich sagen. Aber ja, irgendwann wird es dann halt unordentlich, leider. Ja, komm, wirken wir es nach oben, whatever. Ja, so ist besser. Also, ich kriege es immer nur für eine Zeit lang, es ordentlich zu halten und dann irgendwann nicht mehr, okay? Ich nehme mir, sobald es ordentlich ist, nehme ich mir vor, okay, jetzt bleibt es für immer ordentlich. Weil theoretisch muss man ja immer nur jeden Teller einmal waschen, okay? Nachdem man gegessen hat. Es ist nur ein Teller. Aber früher, später lässt man halt diesen einen Teller liegen. Und das ist halt der Anfang von etwas Schrecklichem. Weil dann lässt man den zweiten Teller auch stehen. Und den dritten Teller auch stehen. Und den vierten Teller dann auch stehen. Und dann passieren Sachen. Wo sollst du hin? Das kann eigentlich hier bleiben. Ich hoffe, das... Obwohl, haben wir einen Ofen? Ja, wir haben einen Ofen. Let's go. Nice. Ja, ein Schneidebrett kann auf jeden Fall an die... Entweder an die Wand oder... Einfach... Oh, das ist wieder ein Magnet. Ne? Das sind eigentlich... Das hier auch ein Magnet? Das ist kein Magnet, ne? Nein. Bist du ein Magnet eigentlich? Nein, du bist auch kein Magnet. Okay. Ich dachte, du wärst ein kleiner Babymagnet. Was ist das hier? Ich weiß immer nicht, was es genau sein soll. Sieht aus, als wäre das... Oh, ja, das kann dahin. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich glaube, beim letzten Mal durfte ich das nicht, oder? Ich weiß nicht genau. Packen wir es einfach dahin, whatever. Ich meine, was das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Spiel mir sagt, hey, Buddy, das darf nicht da rein. Oh, was tue ich da? Natürlich gehören die Sachen hier rein. So. Okay, obwohl ich finde, die Löffel können... Ja, ich finde so irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, wieso. Frag mich nicht, wieso, okay? Das ist halt... Jeder ist halt irgendwie komisch, okay? Irgendwie. Okay, das kann dahin. Was ist das hier? Irgendwie was zu essen oder so, ne? Was soll das sein? Wisst ihr was? Ich lasse es einfach hier liegen. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Kaffee. Ganz ehrlich, das könnte sogar auf dem Tisch stehen bleiben, aber ich pack's. Schwierig. Ich pack's jetzt einfach mal dahin. Whatever, why not? Ey, oben ist so viel Platz. Also diese Teile sind echt. Echt nice, muss ich sagen. Okay, sowas kommt meistens. Ja, das kommt hier rein, würde ich sagen. Okay, und dann noch zwei Kartons und Toaster. Toaster kann eigentlich auf dem Tisch stehen bleiben, finde ich. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir packen das mal weg und packen das mal hier hin. So. Okay, machen wir es. Obwohl die Flasche. Die Flasche sieht halt echt nicht so gut aus, ne? Packen wir sie nach oben. Das kann auf jeden Fall auf den Tisch, hundertprozentig. Sieht sogar sehr schön aus mit Kerzen. Das... Achso, das ist... Ich glaube, das ist dafür, ne? Sieht man... Ja, das ist auf jeden Fall dafür. Ist in Ordnung. So, Teller. Reiskocher. Sehr gute Frage. Der Reiskocher gehört schon auf den Tisch, finde ich. In dem Fall würde ich ihn aber sogar da reintun. Ich glaube, das... Ja, das geht auch. Meiner ist immer auf dem Tisch, aber ich habe momentan auch noch eine sehr große Küche. Und ist das Salz? Ich glaube, ja, das kann dahin. Deswegen, da passt halt eine Menge drauf. Es kommt immer auf die Größe der Küche an, okay? Das ist halt das Ding. Kocher. Also, ein Kocher gehört halt immer auf jeden Fall auf den Tisch, finde ich, oder? Aber in dem Fall passt es da wirklich nicht so gut rein. Und eine Mikrowelle. What? Okay, das ist... Also, warte, ich meine, ich würde niemandem empfehlen, mit einer Mikrowelle was warm zu machen. Habe ich auch sehr oft gemacht. Aber es ist halt wirklich ungesund von Mikrowelle. Ich meine, keine Ahnung, wie es so schnell warm wird dort. Wie eine Mikrowelle genau funktioniert. Aber irgendwie, wenn ich Sachen aus der Mikrowelle esse, dann habe ich irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Deswegen, ich habe eine Mikrowelle. Ich habe auch öfter mal aus Mikrowellen gegessen. Aber ich muss sagen, ich mache es nicht mehr. Okay? Weil es einfach komisch ist. Okay. Das war es aber noch nicht. Wir haben noch einige Zimmer. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so viel Platz momentan. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie strugglen oder so.
So, warte, das soll man sehen, genau. Das soll man schön sehen. Hier, ah, ihr könnt die Bücher... Ah, okay, das ist in Ordnung, würde ich sagen. Sehr schön. So, haben wir hier so einen Bus. Diesen Bus haben wir immer noch. Aber wir haben halt ab und zu auch noch andere Sachen, ne? Also, ist halt schon cool. So, mehr Bücher natürlich. Ich frage mich, was die Person beruflich macht. Ich meine, sie... Entweder sie arbeitet zu Hause, weil sie hat immer ein Büro zu Hause. Und nicht jeder hat ein Büro zu Hause. Oh, warte, die Controller gehören auf den Tisch hier auf jeden Fall. Diese Teile sind übrigens mega bequem. Ich liebe diese Dinger. Okay, eine Wii. Okay, oh nice, let's go. Kann die auch... Ja, ich... schwierig. Ich pack sie mal dahin, ja. Ist das Videospiele? Ich glaube, das sind Videospiele, oder? Okay, die Videospiele können auf jeden Fall in den Schrank kommen. Weil es halt keine Bücher sind. Perfekt, Leute, perfekt. Der kleine Fratz. Eigentlich könnte er ins Schlafzimmer, oder? Wo haben wir denn das Schlafzimmer hier? Ich pack den mal hier hin. Weil es ein kleines Baby ist und das gehört halt dahin. Okay, nächster Karton. Was ist das? Kein Plan. Wir packen es einfach dahin, whatever. Ey, die nehmen wir echt überall mit, ne? Ich frag mich auch, wieso wir sie nicht an die Wand hängen können. Ja, die kann nach oben. Definitiv sogar. Was ist das hier? Ach so. Ernsthaft? Ey, let's go. Okay, das finde ich, sieht cool aus sogar. Das kann in die Ecke tatsächlich. Das ist episch. So ein Standding für die Gitarre. Finde ich nice und respektiere ich auf jeden Fall. Okay, nächster Karton. Eine Fernbedienung gehört dazu auf jeden Fall. Keine Frage. Noch mehr Videospiele. Gott, die Person hat viele Videospiele. Ich hatte sowas auch mal, aber ich mache nur noch online. Also ich... Es ist schon sehr, sehr, sehr lange her, dass ich mir ein Spiel so gekauft habe. Einfach weil die Chance, online zu kaufen, besteht halt. Und es sei denn, man sammelt oder findet, es sieht schön aus, finde ich, es lohnt sich mehr online zu holen. Man bekommt das Spiel meistens schneller. Obwohl nicht immer. Manchmal bekommt man tatsächlich sogar schneller, ein neues Spiel sogar schneller, wenn man es woanders bestellt. Was ist das hier? Ist das so eine Art Radio oder so? Ich pack's mal da hin. Wieso nicht, Leute? Aber ja, ich finde Spiele so zu kaufen irgendwie... Also ich mach das schon lange nicht mehr einfach. Der DS kann ebenfalls dahin. Ist das so ein Gaming-Raum eigentlich? Ich glaube ja. Okay. Aber ich muss sagen, das Gefühl... Ich glaube, das Gefühl ist cooler, wenn man ein Spiel so kauft. Ja, ich glaube, das ist der Vorteil. Einfach, wenn man in den Laden geht und ein Spiel so holt. Ich glaube, das Gefühl ist besser. Ich finde zum Beispiel... Ich habe schon über 1000 Videospiele runtergeladen. Einfach nur wegen YouTube und alles. Und ich habe wirklich über 1000 Spiele. Also jetzt ohne Scheiß. Ich habe wirklich, wirklich viele Spiele. Und es fühlt sich einfach nicht so geil an. Also ich freue mich jetzt nicht unbedingt, wenn ich ein neues Spiel runterlade, okay? So, ich habe einfach so viele Spiele, dass ich mich nicht mal mehr auf ein Spiel so richtig freue. Klingt zwar traurig, ist es vielleicht auch. Aber im Endeffekt ist es, wenn man halt immer jedes Spiel haben kann, dann ist es halt nicht mehr so besonders, okay? Und eine weitere Sache, man spielt die Spiele auch nicht mehr so zu Ende, weil... Oh, das ist nice. Ey, das ist episch. Okay, ich sehe dich. Warte, das kann eigentlich auch... Das macht mehr Sinn, oder? Weil da ist ja die Tür. Aber ja, das ist schon lange her, dass ich mich wirklich auf ein Spiel gefreut habe, so richtig. Weil ich kann mir halt jedes Spiel holen, ne? Und wenn man halt so viele Spiele hat, dann spielt man die auch nicht zu Ende. Das ist halt eine weitere Sache. Können wir ein bisschen Platz machen für die Lampe? Geht das? Wäre das möglich? Kann die da überhaupt drauf? Sie muss drauf können, Leute. Wenn nicht, dann zwinge ich sie. What? Haben wir nicht genug Platz? Ja, jetzt geht's. Und die anderen Sachen sollten auch drauf passen, oder? Okay, aus irgendeinem Grund... verschwendet die Lampe sehr viel Platz. Und ich weiß nicht wirklich, wieso. Ja gut, dann machen wir es einfach so. Es geht auch. Nice. Ich finde, du würdest auch tatsächlich sogar hier gut aussehen, ja? Du Frosch, okay. Der kann darauf auf jeden Fall. Why not? Ey, mir gefällt das Zimmer sogar. Es sieht nur noch ein bisschen zu leer aus, finde ich. Also, irgendwie fehlen hier Bilder und sowas. Also, ich weiß nicht, aber... Anscheinend haben wir gerade nicht mehr Sachen oder so. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber... Wir haben anscheinend nicht so viele Sachen. Werde ich aber akzeptieren. So, mehr davon. Oh, die haben wir immer mit dabei. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie sowas habe, wo ich... was ich quasi als Kind noch hatte. Ich weiß, glaube nicht wirklich. Ich habe mal mit dem Dinosaurier von Toys R Us... Nee, nicht Toys R Us. Toys R Us in Laden. Von Toy Story. Von Toy Story habe ich mal mit dem Dinosaurier gespielt. Das war auf jeden Fall sehr episch. Aber jetzt sind wir hier im Badezimmer mal wieder.
Ja, irgendwie, ihr merkt, wenn es so leer ist, irgendwie sieht das dann nicht so ganz geil aus, muss ich sagen. Aber hey, so, das passt nicht mehr rein, leider. Aber akzeptieren wir natürlich. Irgendwie haben wir auch weniger Platz. Okay, das kommt dahin. Ah, das ist so eine Dusche mit Badewanne. Ist natürlich sehr praktisch, ne? Aber ich dusche in sowas ungern, muss ich sagen. Na gut, das hat jetzt so einen Umhang. Aber wenn kein Umhang da ist, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, da zu duschen, weil wortwörtlich alles super schnell dreckig wird. Also, ja. Okay, Zahnbürste. Sehr nice, die können wir auch theoretisch reintun. Da können wir, ja, das können wir auch reintun. Nein, wusste ich gar nicht. Gut, dass wir es getestet haben. Okay, das gehört auch dahin. Toilettenpapier kann da unten hin, hundertprozentig. Genauso wie das. Das ist Make-up, oder? Ja, ich glaube, das ist Make-up. Okay, sehr nice. Eine Waage. Habe ich auch. Ich versuche jetzt momentan mein Gewicht immer auf demselben Gewicht zu halten. Also immer dasselbe Gewicht zu behalten. Weil ich tendiere manchmal dazu, entweder zu dünn zu werden oder zu dick zu werden. Auch wenn ich sagen muss, ich finde zum Beispiel, ich finde persönlich abnehmen viel, viel einfacher als zunehmen, okay? Also, ja. Aber momentan bin ich am Zunehmen auf jeden Fall. Deswegen habe ich eine Waage und die steht auch ungefähr so im Ort. Definitiv. Das sieht aus, als wäre das so Badeschaum oder sowas. Ja, definitiv, definitiv. Okay, sowas ist immer sehr praktisch, so in der Wand sowas, wo man die Sachen hinstellen kann. Mülleimer. Mülleimer kann. Obwohl, Mülleimer kann man auch neben dem Klo. Ja, Mülleimer gehört immer neben das Klo. Das steht fest. Okay, jetzt haben wir ein bisschen ein kleines Problemchen. Kann ich das nicht. Warte, ich glaube, ich kann Platz sparen, oder? Kann ich das nicht drehen oder so? Okay, irgendwie. Habe ich jetzt Platz gespart? Nein. Tja, schwierig. Ja gut, wisst ihr was? Dann packen wir ihn einfach da rein. Wieso haben wir so wenig Sachen? Das ist echt komisch. Wir haben echt wenig Sachen gerade. Keine Ahnung, woran das liegt, aber Zahnseide? Ich glaube, das ist Zahnseide. Ich denke jetzt, das ist Zahnseide. Dabei weiß ich nicht wirklich, was es genau ist. Okay, das kann da rein. Wird schon irgendwas mit Bahn zu tun haben, Leute. Definitiv. Medikit? Ja, eigentlich kann das nach hinten, oder? Ist jetzt nicht so wichtig. Ich meine, wie oft verletzt man sich? Okay, ja. Ich meine, ich sollte mir auch endlich mal so Pflaster und sowas holen, weil ich habe sowas halt nicht, ne? Wenn ich mich schneide, dann habe ich keine Pflaster. Obwohl, bestimmt habe ich noch Pflaster. Ich weiß halt aber nicht, wo. Okay. Ah, dieses Teil. Das ist cool. Oh, das ist theoretisch. Warte. Ich packe es mal auf den Boden. Ja, es passt irgendwie mehr rein, ne? Ja gut, aber wohin kommen die Handtücher dann? Kann man sie vielleicht hier reintun? Ah, das ist schon komisch, oder? Oh, dahin, natürlich. Natürlich, ja, habe ich halt nicht gesehen, ne? Oh, da ist doch eins. Okay. Das kann nicht sein. Ist das für ein... Ja, packen wir einfach da rein, whatever. Puh, geht das eigentlich zu? Nein, schade. Okay, Schlafzimmer-Time. So, wir haben... Wow. Oh, verdammt. Warte, machen wir das zu. Was haben wir denn hier? Alles so eine Stelle? Okay, sieht interessant aus auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch ganz viel Platz. Diese Teile sehen auch sehr, sehr praktisch aus. Damn. Okay. Weiter geht's. Da packen wir unten, würde ich sagen, einfach mal uns. Hä? Vielleicht sollte das hier rein eher. So Bücher und sowas. Ja. Aber das Ding ist, wir können... Okay, das kann theoretisch... Oh mein Gott, Hilfe. Obwohl, die T-Shirts können auch... Obwohl, warte, die Hosen würden wir... Obwohl... Hallo? Oh mein Gott. Was geschieht hier gerade? Alles klar, ich weiß Bescheid. So. Ich würde sagen, die T-Shirts und die Hosen packen wir eher so hier hin. Sieht aber besser aus. Okay, genauso wie die Hosen. Was ist das hier? Eine Wärmeflasche. Oh, oh, die gehört... Ah, nice. Hätte ich eigentlich auch vorher tun können. Oh. Ach so, nice. Das ist natürlich cool. Da können wir gleich ein paar Sachen hin tun. Was ist das, eine Lunchbox? Ich habe das Gefühl, im Schlafzimmer werden viele Sachen sein, die einfach nicht hingehören. Die Lunchbox gehört auf jeden Fall... Hierhin, würde ich sagen. So. Okay, mehr davon. Ich hoffe, die kommen jetzt öfter hintereinander. Weiterer Rock. Können wir den... ist natürlich blöd so ein bisschen, aber ist in Ordnung, würde ich sagen, Leute. Oh mein Gott. Okay, das passt so. So, sehr schön. Schuhe. Schuhe können immer auf dem Boden sein. Macht eigentlich auch Sinn. Wohin sollen die auch sonst? Das ist ein T-Shirt, ne? Ja, ein T-Shirt. Warte, machen wir das mal zu. Das T-Shirt kann... Eigentlich könnten wir erstmal alles rausholen, ne? Das würde auch gehen, theoretisch. Aber ich mache es mal umständlich. Einfach, weil da so läuft. Wir machen es umständlich, okay? So, ein Wecker. Nice.
Gameboy gehört auf den Tisch. Beim Arm zocken halt gerne, okay. Aber das Bild halt auch, ne? Vielleicht müssen wir den Wal tatsächlich umändern, ja. Der Wal passt da irgendwie nicht rein gerade. Eigentlich kann der... Ist das nicht ein Plüschtier? Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Aber der Wecker gehört halt darauf. Ich mache übrigens auch sowas, wo ich ohne Wecker aufstehe. Weil ich, ich kann mir das halt erlauben, ohne Wecker aufzustehen. Das geht. Wisst ihr was? Die Kerzen können wir... Warte, ist das nicht... Oh, die Kerze kann da rein. Ach, cool. Oh, nice. Okay, das ist geil. Aber ja, ich stehe mittlerweile ohne Wecker auf. Ich finde das Video mal besser, muss ich sagen. Einfach weil mit Wecker aufstehen ist echt nicht so gut. Und ich muss sagen, ich merke auf jeden Fall eine Verbesserung. Also entweder man ist eine Person, die wirklich sich darauf verlässt, dass man wirklich aufsteht. Oder man steht mit Wecker auf. Aber ich finde das nicht gut, mit Wecker aufzustehen. Das ist irgendwie so eine... Ich habe es auch mein Leben lang gemacht, aber ich habe damit aufgehört dann irgendwann. Und ich finde es besser. Ich finde es deutlich besser. Aber wie gesagt, ich stehe eh immer nach 6 bis 8 Stunden auf, okay? Also, ja, passt das schon. Das ist eine coole Jacke, damn. Sieht echt stylisch aus. Gefällt mir gut. Okay, zum Glück bewertet das Spiel das nicht, wie wir das hier machen. Oder irgendein Typ, der sieht, wie ich das tue und sich damit enorm auskennt. Der würde sich denken, was tust du da? Aber hey, ich mach so, wie ich es für richtig halte, okay? Es ist jetzt nicht unbedingt perfekt oder so. Eigentlich, ich überlege gerade, ob ich einfach meine T-Shirts einfach da reinlege, weil dieses ganze Rumgeswitche nervt ein bisschen. So. Wir haben echt nicht so viele Sachen. Das ist echt komisch, muss ich sagen. Okay, das kommt dahin. Mehr T-Shirts und Schuhe. Ja, machen wir sie lieber so. Warte, das ist für... verdammt. Oh, die Schuhe, ja, die können auch dahin. Ja, definitiv können die das. So. Mehr Shirts. Und wir sind gleich auch schon wieder fertig. Wir haben irgendwie mehr Platz, als wir brauchen. Und ich mag es aber, wenn es so halt so vollgestellt ist irgendwie, muss ich sagen. Obwohl, das kann auch in die Ecke hier. Das sieht auch ganz geil aus hier in der Ecke, oder? Warte. Geht das? Ja, so sieht es cool aus. Gefällt mir. Okay, mehr Unterwäsche. Okay, keine Ahnung, was mit unseren BHs passiert ist. Wo sind unsere ganzen Sachen, die wir haben? Das ist echt weird, Leute. Wir hatten noch so viele BHs und alles. Haben wir die verbrannt oder... Vielleicht hat sie der Ex-Freund mitgenommen, weil er sauer war. Ja, natürlich. Er war sauer. Er dachte sich so, nope, gib mir alles zurück, was ich dir geschenkt habe. Und er hat alle BHs gekauft, okay? Und ja, jetzt habe ich keine BHs mehr. Na super, Leute. Das Leben ohne BHs ist echt hart, kann ich mir vorstellen. Oder, das, ich meine, das ist Unterwäsche. Unterwäsche haben wir genug. Zieh das mal rein. Unterwäsche ist bis zum geht nicht mehr da. Okay, warte mal. Ja, wir müssen jetzt erstmal alles ein bisschen besser machen. Guck mal, wir haben nicht so viel Platz. Okay, das ist ein komisches Level auf jeden Fall. Oh, warte, das kann eigentlich hier rein, oder? Habe ich da den BH mitgenommen? Ich meine, die Unterwäsche? Ich glaube, ja. Okay, warte, chill, chill, chill. Pack mir das mal da rein. Das ist falsch. Unter Bett ist es anscheinend okay. Okay. Geht's hier? Nein, hier nicht. Also, er sagt dir auf jeden Fall, wenn es okay ist und wenn es nicht okay ist. Das kann da rein, ja. Sehr schön. Okay, die Schuhe bleiben auch dort. So, was hier noch falsch? Du bist falsch. Du kannst... Ja? Okay, kann man machen. Wieso ist das falsch? Wieso ist die Decke falsch? Kannst du das Bett? Nein. Okay, sehr schade. Kannst du hier rein? Auch nicht, da ist kein Platz. Sie kann da rein. Oh, nice, sehr schön. Perfekt, dann sind wir hier fertig. Das Zimmer würde mir zum Beispiel nicht so sehr gefallen. Es sieht sehr leer aus, finde ich. Finde, es sieht sehr leer aus. Vielleicht es... Ja, das hat das Problem. Vielleicht irgendwas auf die Schränke tun, aber das kannst du halt nicht machen, weil man dich schiebt, ne? Ah, schwierige Situation, Leute. Du kannst hier rein. Genau, perfekt. Der Drucker gehört anscheinend... Der Drucker gehört auf den Tisch. Oder hierhin. Oder dahin. Oder dahin. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Du gehörst da nicht rein anscheinend. Ich sehe dich. Wieso nicht? Willst du da nicht bleiben? Vielleicht da oben? Auch nicht? Was bist du überhaupt? Eine Lunchbox oder nicht? Hä? Ich habe keine Ahnung, was es sein soll, Leute. Auch nicht da rein? Okay. Was bist du? Du gehörst auf jeden Fall in die Küche. Oh mein Gott. Hat er zu ihr gesagt. Und hat der fette Backpfeifer kassiert. Aber ohne Scheiß, du gehörst wirklich in die Küche. Woanders kann ich dich echt nicht gebrauchen. Okay, zeig das auf keinen Fall jemand ohne Bild. Weil sonst wäre das komisch. Okay, das können wir auch nicht öffnen. Bro, das ist einfach nur merkwürdig. Ich weiß ja nicht, was ich da machen soll. Okay, gehen wir erstmal weiter. Was stimmt hier nicht?
Die Bücher gehören hier nicht hin. Oh, ja, sorry. Aber ich meine, die haben schon recht damit. Die Bücher gehören da echt nicht hin. Das ist mir ein bisschen unangenehm gerade. Aber das Videospiel gehört hier auf jeden Fall hin, genau. Sind wir hier fertig? Sieht gut aus. Okay, du bist falsch. Hm, du kannst hier hin. Okay. Ah, ihr auch? Okay. Du kannst dahin. Das ist ja so Spray, ne? Ja. Und du kannst hier... Nein, das ist auch falsch. Hm. Okay, jetzt bin ich verwirrt, wo die ganzen Sachen hinkommen, ehrlich gesagt. Ich glaube... ja, ich glaube, ehrlich gesagt, die kommen hier hin, oder? Ja. Viele Sachen kommen einfach dahin. Das ist quasi das Ding im Leben. Ja, komm, kann man so machen. Ist ein bisschen eng, aber... Hey, was funktioniert, funktioniert halt einfach, ne? Was soll ich sagen, Leute? Im Schlafzimmer ist alles fertig, aber hier... Nee, warte, wo war das? Das war hier, ne? Die eine Box. Ich verstehe nicht, wo die hin soll. Oh, das ist auch nicht richtig hier. What? Oh, das kann an die Wand. Oh, cool. Kann die Box vielleicht auch an die Wand kommen? Das wäre doch mal episch. Okay, nope. Die kann da nicht hinkommen. Mach das mal zu. Sieht einfach besser aus. Bro, woher soll ich das wissen, wohin das kommt? Die verdammte Box soll nicht auf den Boden kommen oder hier oder hier. Ist das vielleicht fürs Badezimmer? Das könnte... Hey, das könnte sogar sein. Mal sehen. Nö, das kann doch nicht sein. Hm. Ja, im Schlafzimmer, was soll das denn... Was soll das denn hier im Schlafzimmer? Ich meine, das macht ja gar keinen Sinn. Ne, das macht auch keinen Sinn. Das gehört schon in die Küche. Oh! What? Ich hab das... Okay. Alter, ich war gerade geschockt. Das sah aus für mich. Okay, vielleicht war das auch was anderes. Bitte gib mir keine Bewertung. Bitte tu das nicht. Keine Bewertung, okay, keine Bewertung. Making my art is space. Ja, okay, ich fand die anderen Zimmer, muss ich sagen, schöner. Aber es geht weiter. Aber das beim nächsten Mal. Wir sind jetzt bei 2015. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel geht. Was? Achso, wir haben dann neue Sachen, die dazukommen. Wow, cool. Okay, ich sehe dich. Nice. Also es geht dann hier weiter. Ey, das gefällt mir. Also ja, das ist für das Video. Für mehr davon, lass mal oben da abonnieren. Kostet aktiv locker und ich sehe dich im nächsten Video da. Bye.